Servus, heute machen wir eine kohlenhydratfreie Lasagne. Die Zutaten findet ihr wie immer in der Infobox. Als erstes müsst ihr das Backrohr auf 180 Grad Ober-Unterhitze vorheizen. Dann müssen wir eine Zwiebel schälen und anschließend schneiden. Auch die Knoblauchzehe wird geschält und anschließend gepresst oder kleingeschnitten. Nun das Faschierte in etwas Olivenöl anbraten. Nun gebe ich Zwiebeln, Tomaten und Basilikum zum Faschierten. Das Ganze wird noch etwas gewürzt. Anschließend auf mittlerer Stufe köcheln lassen. Jetzt wasche ich noch die Zucchinis. Diese dienen später als Lasagneblätter. Dafür werden sie in dünne Scheiben geschnitten oder geschält. Anstatt Bechamel verwende ich eine Ricotta-Creme. Hierfür vermische ich das Ricotta mit einem Ei und etwas Parmesan. Wie auch bei einer normalen Lasagne wird das Faschierte, die Zucchinischeiben und die Ricotta-Creme geschichtet. Ich beginne mit dem Faschierten. Darauf verteile ich meine Zucchinischeiben und streiche das Ganze mit Ricotta ein. Diesen Vorgang wiederhole ich und bestreue anschließend meine Lasagne mit Parmesan. Nun kommt die Lasagne für etwa eine Dreiviertelstunde in den Ofen. Fertig ist sie, wenn der Käse goldbraun geschmolzen ist. Dann kann sie serviert werden. Gebt dem Video doch einen Daumen nach oben und schreibt mir eure Videowünsche in die Kommentare.